Hallo, ich bin Conny Harlinghausen, ich bin selbstständige Feelgood-Managerin und New York, New Work bedeutet für mich, dass der Mensch im Mittelpunkt seiner Arbeit steht, wir dadurch die Arbeitswelt ganz, ganz neu gestalten und wir uns immer wieder fragen, was wir wirklich, wirklich, wirklich wollen. In meinem Vortrag heute geht es um New Work Hacks, das heißt um Methoden, Inspiration, Tools rund um das neue Arbeiten und ich möchte euch zeigen, wie man schon mit ganz simplen Hacks die Arbeitswelt neu und sehr positiv verändern kann. So, bevor wir uns jetzt mit dem Thema New Work beschäftigen, Methoden, Hacks und so weiter, ist es für mich, sich einer Sache ganz, ganz bewusst zu werden. Und zwar, New Work needs Inner Work. Das ist ein ganz tolles Buch, was ich jedem nur ans Herz legen kann. Die Joana Breitenbach, das ist die Gründerin der größten Spendenplattform in Deutschland, BetterPlace.org. BetterPlace.org und sie hat zusammen mit der Bettina Rollo ein Buch geschrieben, New Work Needs Inner Work. Und in dem Buch geht es genau darum, dass äußere Veränderungen in ihren Strukturen und Prozessen und so weiter immer eine innere Transformation benötigen. Das heißt also, Menschen und auch Teams dürfen innerlich wachsen und reifen, um sich überhaupt dem Thema New Work zu stellen. Also, New Work needs Inner Work. Was ist jetzt überhaupt Inner Work? Ich möchte zwei Beispiele rausgreifen. Das eine ist die Selbstreflexion und das andere ist der Selbstkontakt. Bei der Selbstreflexion ist es so, dass wir innerlich selbst einen Schritt zurückgehen und uns immer wieder fragen, welche Haltung haben wir und diese dann eben auch erkennen. Beim Selbstkontakt ist es so, wie der Name schon sagt, dass wir mit uns selbst im Kontakt sein müssen und uns Fragen beantworten wie, was will ich, wie möchte ich meinen Arbeitsprozess verändern und dann immer wieder in uns selbst reinhorchen. Okay, was auch ganz, ganz toll in dem Buch beschrieben wird, ist, dass man als ganzer Mensch präsent ist. Was bedeutet das? Es ist so, dass wir dann eben auch mal private Dinge unseren Kollegen oder unserem Chef erzählen. Jetzt gibt es Menschen, die erzählen gerne über ihr privates Leben. Es gibt aber auch Menschen, die tun das nicht so gerne. Was dabei einfach wichtig ist, ist, dass wir Dinge erzählen, die für unseren Arbeitskontext wichtig sind. Wenn ich jetzt zum Beispiel im Moment gerade ein schwerkrankes Kind zu Hause habe und deshalb vielleicht unkonzentriert bin, irgendwie niedergeschlagen und so weiter, dann ist es sehr wohl wichtig, dass meine Kollegen und auch mein Chef darüber Bescheid wissen. Was sie aber nicht wissen müssen, ist zum Beispiel Details über die Krankheit oder wie lange ich jetzt zum Beispiel nachts irgendwie am Bett durchgemacht habe. So, jetzt kommen wir zu den New Work Hacks. New Work hat ganz viel mit Mindset zu tun. Ich kann aber niemandem ein bestimmtes Mindset aufoktroyieren. Und dafür gibt es dann eben Methoden. Und mit diesen Methoden kann ich dann jemanden zu einem neuen Mindset hinführen. Deshalb ist es für mich immer ganz wichtig, dass das Mindset und die Methoden zusammengehören. So, jetzt kommen wir zu unseren Hacks. Also, der erste Hack, den ich mit euch besprechen möchte, ist der sogenannte Spice Girl Approach. Jeder von euch kennt wahrscheinlich das Lied Wannabe von den Spice Girls mit der coolen Textpassage What is it, what you really, really, really want? Und genau darum geht es bei dem Spice Girl Approach, dass wir uns nämlich fragen, was ist es, welche Bedürfnisse, welche Wünsche haben zum einen Unternehmen, haben die Kunden, aber auch die Mitarbeiter. Und das ist ja auch die Frage, die Berthoff sich immer gestellt hat. Was ist es, was wir wirklich, wirklich, wirklich wollen? Und wenn wir wirklich wissen, was wir wollen als Unternehmen, dann kann ich natürlich Aufgaben viel besser delegieren. Ich habe meine Vision, ich habe meine Mission, ich weiß, welche Werte ich lebe. Die Werte, die hängen dann zum Beispiel nicht irgendwo im Flur nur rum, sondern werden tatsächlich gelebt. Die Mitarbeiter können sich viel besser mit dem Unternehmen identifizieren, sehen auf einmal einen Sinn in ihrer Arbeit und das ist sehr, sehr wichtig, damit der Job eben auch Spaß macht. Es hört sich jetzt sehr einfach an, ist es oftmals aber gar nicht, immer wieder dieser Frage hinterherzugehen, aber es wird zum Beispiel empfohlen, dass man dann zum Beispiel mal ein Wochenende in die Berge fährt, um dieser Frage nachzugehen. Und da ein bisschen zu reflektieren und man sollte das auf jeden Fall auch regelmäßig machen. Gut,
Das war der erste Hack. Der zweite Hack ist Working Out Loud. Aber nicht Working Out Loud, sondern Working Out Loud Mindfulness. Viele von euch kennen wahrscheinlich Working Out Loud. Das ist ein Circle von John Stepper, wo sich Menschen, 4 bis 5 Personen, über einen Zeitraum von 12 Wochen treffen, einmal in der Woche für eine Stunde und ein bestimmtes Ziel, was sie sich selbst gesetzt haben, bearbeiten und besprechen. Man hat von John Stepper da so einen Guide. Und da geht es ganz viel um Beziehungen, neue Dinge auszuprobieren. So, jetzt hat John Stepper einen neuen Circle, der wurde jetzt gerade im Oktober ganz neu gelauncht, ins Leben gerufen. Und die Frage ist, was wollte er mit diesem neuen Circle, Working Out Loud Mindfulness? Es war so, dass John Stepper bei Meetings am Anfang oftmals die Frage gestellt hat, okay, wie fühlt ihr euch? Und ganz, ganz oft kam ihm die Antwort, oh, ich bin müde, ich bin erschöpft, ich bin im Stress und so weiter. Und das war der Grund, warum er sich dann mit dem Thema Achtsamkeit beschäftigt hat und eben diesen Circle neu ins Leben gerufen hat. Der Circle ist ein bisschen anders als der Working Out Loud. Er geht zum Beispiel nur über 8 Wochen und man bearbeitet auch wieder ein Ziel mit 4 oder 5 Personen. Aber es ist so, dass man jeden Tag einen Impuls zum Thema Achtsamkeit bekommt. Das heißt also, man wird selber ganz tief in diese Praxis eingeführt und kann sich dann selbst eine Praxis erarbeiten zum Thema Achtsamkeit und es dann auch selber dann in sein Berufsleben integrieren. Ich finde es mega und ich freue mich drauf, wenn ich das demnächst auch auf jeden Fall ausprobieren werde. Okay, nächstes Thema, nächster Hack ist das Thema Wertschätzung. Indeed hat eine Studie rausgebracht, die sagt, dass nur 11% der Mitarbeiter sich in ihrem Job gewertschätzt fühlen, was für mich super erschreckend ist. Und deshalb gebe ich euch jetzt einfach ein paar Tipps. Es sind ganz einfache Tipps und manchmal ist es wirklich ganz, ganz einfach, dass man eben mit kleinen Dingen große Sachen bewirken kann. Man kann zum Beispiel, das zeige ich euch jetzt gerade mal, es gibt zum Beispiel Wertschätzungskarten. Hier steht jetzt zum Beispiel, du rockst, und dann kann man hinten drauf schreiben, okay, warum bist du so toll? Oder ohne dich wären wir hier gar nichts. Oder was auch wichtig ist, natürlich der Kaffee, ne? Du machst den besten Kaffee der Welt. Und das sind einfach Karten, die man ausfüllen kann und ich garantiere euch, jeder Mitarbeiter freut sich darüber. Man kann natürlich Geburtstage organisieren, Events organisieren für die Mitarbeiter, um Wertschätzung auszudrücken. Uns geht dabei wirklich gar nicht so sehr um mehr Geld, Gehaltserhöhung und so weiter, sondern um Kleinigkeiten. Was für mich aber auch wichtig ist, ist nicht nur die Wertschätzung vom Unternehmen zum Mitarbeiter, sondern auch die Wertschätzung innerhalb der Kollegen. Ich habe jetzt von einem Unternehmen in Berlin gehört, in der Corona-Zeit war es, wie wahrscheinlich in vielen Unternehmen so, dass es junge Eltern gab, die eben absolut gestresst waren, weil sie nicht nur Homeoffice machen mussten, sondern auch Homeschooling. Das heißt, sie sind dann morgens um 5 aufgestanden, haben sich an den Rechner gesetzt, haben dann während des Tages ihre Kinder betreut und abends um 8 eben wieder an den Rechner und irgendwie haben die es natürlich gar nicht auf die Reihe gekriegt und waren dauergestresst. Dann gab es aber in diesem Unternehmen auch Mitarbeiter, die hatten ein bisschen mehr Zeit und so weiter und sind mit den Zeiten viel besser zurechtgekommen. Und die haben eine Aktion gemacht, dass sie ihre Überstunden gespendet haben. Und das wurde rechtlich auch abgesichert. Und das fand ich war einfach eine mega Aktion. Und das ist eben eine tolle Sache, wie man Wertschätzung auch gegenüber den Kollegen ausdrücken kann. Okay, der nächste Hack ist Collaborative Learning. Es ist so, dass natürlich in Zeiten von der Digitalisierung und in unserer schnellen Arbeitswelt Lernen ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist. Das heißt also, wir müssen ständig Neues dazulernen und müssen auch gucken, wie wir Wissen aufsaugen können. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel über Barcamps, dass man also eigene Sessions organisiert, man kann Hackathons organisieren. Es gibt Lunch and Learn zum Beispiel, da kann man sich einen Speaker einladen, zusammen Mittagessen und dann über ein Thema diskutieren. Jetzt im Zuge von den ganzen Online-Meetings gibt es ganz, ganz viele Lunch and Learns auch online. Zum Beispiel mittwochs gibt es tatsächlich vom HR Performance Institute ein Lunch and Learn
wo auch ganz tolle Speaker eingeladen werden. Harald Schirmer war dabei. Oder freitags gibt es ein Lunch and Learn, Lemon for Lunch. Und da kann man sich eben auch weiterbilden und dieses Wissen weitergeben. Google zum Beispiel macht es so, das ist natürlich ein super Vorbild. Die haben eine bestimmte Prozentzahl der Arbeitszeit, die die Mitarbeiter für ihre Weiterbildung persönlich nutzen können. Okay. Und der letzte Hack, den möchte ich dem ganz aktuellen Thema widmen, Remote. Wir alle sind jetzt im Moment in dieser Situation, dass wir halt im Homeoffice arbeiten müssen. Und es ist super, wie viel man damit erreichen kann, welche Meetings stattfinden können und so weiter. Aber es ist trotzdem auch so ein bisschen so, dass eben die Nähe fehlt, der persönliche Kontakt und so weiter. Und da ist eben die Frage, okay, was kann man da machen? Es gibt, habt ihr sicherlich gehört, viele Möglichkeiten von der gemeinsamen Kaffeepause oder freitagsabends ein Feierabendbier, Wine and Dine. Es werden Quiz-Sachen ins Leben gerufen, Kochaktionen und. Aber ich glaube, die Schwierigkeit dabei ist, dass manche Menschen, die mögen einfach keine Quiz oder die wollen nicht kochen und so weiter. Und deshalb ist es vielleicht ganz gut, wenn man nach Interessen schaut und da eben verschiedene Channels ins Leben ruft und die eben nach Interessen dann gliedert, wo jeder selbst frei entscheiden kann, okay, was interessiert mich und wo möchte ich vielleicht auch mich mit Kollegen treffen. Und ich glaube, dann passiert auch wieder genau dieses absichtslose Unterhalten, wo sich eben Gespräche entwickeln können. Was, glaube ich, auch ein Problem ist, dadurch, dass die Nähe fehlt, vielen fehlt auch so dieses Haptische, was anfassen zu können. Und ich habe es jetzt bei einem Unternehmen erlebt, da stand eben den ganzen Tag so ein Kongress, Online-Kongress statt und die haben dann im Vorfeld eben ihren Mitarbeitern so kleine Lunchpakete geschickt und das hat auch eine super Reaktion hervorgerufen. Und ich glaube, was auch wichtig ist, im Zuge von allen Online-Aktionen, die natürlich möglich sind, dass man trotzdem schaut, okay, natürlich unter allen gesetzlichen Bestimmungen, was man machen darf, trotzdem schaut, okay, wie können wir wieder in Kontakt treten und uns auch wieder in real treffen? Also, dass man sich zum Beispiel dann einmal in der Woche einfach zu einem Spaziergang trifft, um eben Dinge zu besprechen, weil ich glaube, das ist immer noch das, was den meisten Menschen fehlt. So, das waren meine 5 Hacks. Und zum Abschluss möchte ich euch noch mit einer Frage entlassen. Und zwar könnt ihr euch die Frage selbst stellen oder auch mit eurem Team besprechen. Und zwar ist die Frage, wenn die Antwort Kultur, also ich spreche von Unternehmenskultur, wenn die Antwort Unternehmenskultur wäre, was wäre die Frage? Ich wünsche euch viel Spaß dafür. Dankeschön.